Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet. Ja, kennt ihr meinen Einkauf schon? Ja, ich war lang vom Bildschirm weg gewesen. Es tut mir leid, aber ich denke für alle ein sehr verrücktes Jahr wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, für mich auch. Und darum muss ich ehrlich sagen, habe ich die letzten paar Monate keine Zeit, keine Energie und Lust gehabt, Videos zu drehen. Und vor allem nicht zum Videos bearbeiten und hochladen, obwohl ich sehr viel vorgefilmt hatte. Aber ja, ich weiß nicht wieso, ich hatte einfach keine Lust gehabt. Jetzt aber mittlerweile vermisse ich es doch sehr und ja, darum freue ich mich wieder, zum wieder loslegen. Wird darum wahrscheinlich auch das Video als erstes hochladen. Aber alle anderen, auch wenn sie älter sind, ich denke vielleicht der eine oder andere schaut auch gerne noch ältere Holz. Beziehungsweise ältere Videos, tue ich die dann doch etappenweise hochladen. Ja, wie ihr es vielleicht am Titel gesehen habt, kommt jetzt mein Dufti Sommer. Ich zeige euch ein paar Monate miteinander. Ich glaube, weil mein letztes Video, das ich gefilmt habe, ist von Mai oder Juni. Und nachher habe ich wirklich nichts mehr gemacht. Ist aber sehr wenig, weil auch durch die Situation und alles drum und dran, habe ich wirklich im Sommer durch sehr, sehr wenig verdüftelt. Zum Teil, weil es warm war, zum Teil hatte ich recht zu tun gehabt. Und dann bin ich am Abend Sport heim und habe gedacht, jetzt lohnt es sich nicht mehr, um die Lampe anzumachen. Und ja, darum war es sehr wenig. Jetzt aber seit Oktober habe ich wieder voll die Lust und Begeisterung zum Düfteln. Habe auch fast jeden Tag meine Lampen an und genieße auch wirklich wieder so die verschiedenen Düfte in der Nase zu haben. Und ja, es macht mir wieder wahnsinnig Spass. Wie war es an der Bestellform die letzten Monate? Ja, da hat sich auch einiges geändert. Es war bei mir sehr, sehr ruhig gewesen. Auch dort, beziehungsweise habe ich fast nichts mehr bestellt. Nämlich nur noch bei der lieben Doris, bei Wohlfühlmomenten und sonst nirgends mehr. Ich glaube eben im Frühling vielleicht noch, ich weiss noch Eisflower, also ihr werdet es ja sehen. Aber ja, ich weiss gar nicht mehr, seit wenn ich nur noch bei der Doris bestelle. Und dort eigentlich auch nur, weil ich in der Customs-Liste bin und dann, wenn ich gerade was sehe, wenn sie den Shop auffüllt, dort. Aber ich habe sehr, sehr, sehr stark reduziert. Einfach zum einen, weil ich einfach viel zu viel habe. Also jedes Mal, wenn ich in mein Räumchen rausgehe und sehe, wie viel Wachs ich immer noch habe. Also es ist wirklich nicht normal. Ihr werdet jetzt sehen, wenn ich endlich mal die Aufsammlung abfilme. Und dann auch ein bisschen natürlich vom finanziellen Hintergrund. Eben jetzt auch durch die ganze Sache, weiss man ja alles ein bisschen nicht. Muss ich finanziell ein bisschen zurückschrauben und darum denke ich, wird das auch vorläufig so bleiben, dass jetzt die nächsten paar Monate, also habe ich nicht vor, zum gross bestellen. Ich verfolge da ehrlich gesagt auch alles nicht mehr so und ja. Gut, genug geschwafelt würde ich sagen. Ich zeige euch jetzt die Düfte, eben durch das, dass die zum Teil schon ein paar Monate her sind, wo ich die verdüftelt habe, kann mich wahrscheinlich 90% nicht mehr daran erinnern. Aber eben, ich schaue so Videos auch gerne und darum habe ich gedacht, ich zeige es euch schnell. Ich habe es jetzt einfach aufgeteilt auf europäische Shops und USA-Shops und keine Favoriten mehr, weil ja. Gut, legen wir los. Da fangen wir gerade an mit Doris Duftstübli. Da war ein Custom Order in Lavender Flowers. Und der war von der Duftabgabe sehr stark und ist aus dem 2016, also über 4 Jahre alt. Und ich muss sagen, der Lavender Flowers gefällt mir. Er ist doch sehr blumig, aber den habe ich doch sehr angenehm gefunden. Den habe ich nochmal eine Tafel von der Doris aufgebraucht in der Duftrichtung. Coconut Milk Lavender und Pink Sugar. Auch aus dem 2016. Damals habe ich wahrscheinlich noch nicht gewusst, dass Coconut Milk Lavender nicht mein Duft ist. Und leider muss ich sagen, ist der da die Hauptnote gewesen. Also der ist
80% und vielleicht ein Hauch, aber nur leider ein Hauch Pink Sugar. Und ja, ich gehöre einfach zu den wenigen Leuten, die Coconut Milk Lavender nicht gern hat. Darum ja, wäre das sicher kein Nachkaufkandidat für mich. Ein Duft, den ich geliebt habe, ist von Sweet Mamselle Cotton Candy Frosting und Bubblegum. Das war auch ein Custom Order. Da habe ich mir eine Tafel machen lassen. Der war auch sehr intensiv, einfach extrem süße Kaugummiduft mit Zuckerwatte, liebe. Dann auch ein Custom Order von Wohlfühlmomente. Da haben wir Mexican Fried Ice Cream, Italian Biscotti und Sugar Cream Pie. Da kann mich nicht mehr so erinnern. Also von der Duftabgabe war ja gut gewesen. Habe ihn, glaube ich, okay gefunden, aber nicht so außergewöhnlich. Dann nochmal eine Custom-Tafel von Sweet Mamselle. Da habe ich mir Violet und Marshmallow mischen lassen, weil ich ja mal von einem USA-Shop so eine Mischung hatte, die ich geliebt habe. Der war sehr intensiv gewesen. Allerdings muss ich sagen, ihren Violett-Duft, Weichenduft, war schon mal ein Ticket zu extrem blumig gewesen. Also, ja. Das Marshmallow hätte dürfen mehr sein. Es hat mir ein bisschen die Cremigkeit gefehlt, aber sehr intensiv. Dann nochmal Custom Order von Wohlfühlmomente, der Minty Vanilla mit Lavender Flowers. Hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings ja, hat der Lavendelduft die Minznote eindeutig übertrumpft. Also hätte mir noch, von mir aus noch ein bisschen minziger können sein. Dann ein sehr schöner Duft von Beautiful Fragrances, A Fountain of Youth. Das ist ein Dupe-Duft, aber ich weiß nicht, ob es von Lush ist oder woher. Ja, so ein typischer Wellness-Duft, der war von der Duftabgabe sehr gut gewesen. Und der hat mir sehr gut gefallen. Dann nochmal ein Custom Order von Wohlfühlmomente, sollte sie eher mit Warm Vanilla Sugar. Der war sehr stark in der Duftabgabe, auch aus dem 2016. Zwei Düfte, die ich absolut liebe. Was mich überrascht hat, der sollte sie ist da intensiver als der Warm Vanilla Sugar. Weil ich finde, Warm Vanilla Sugar ist sonst immer so der dominante Duft in einer Kombi. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich von Demoni, von Blue Moon, einen Custom Order in Milchbrezel aufgebraucht. Der war von der Duftabgabe auch gut bis stark. Mir hat aber die Brezelnote, die ich von amerikanischen Shops kenne, ein bisschen gefehlt. Für mich war es einfach so ein Kuchenduft gewesen. Also weder die typische Milchnote noch nach Brezel. Und ja, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, aber da ist wahrscheinlich das Öl. Den habe ich von Doris Duftstübli. Der war aus dem Shop gewesen, der Splash. Der ist auch aus dem, nein, der ist aus dem 2017, aber der weiß ich, der ist das ja auch wieder im Shop gewesen. Der mag ich, das ist, glaube ich, so etwas ein bisschen Spritziges, Erfrischendes, Fruchtiges. Von der Duftabgabe mittel bis gut und wie gesagt, habe ich auch noch in meiner Sammlung. Dann nochmal eine Tafel, da haben wir Warm Vanilla Sugar mit Snuggles gemischt gehabt. Und da ist das Nuggles auch stärker als der Warm Vanilla Sugar. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber ein bisschen umgekehrt, also mehr Warm Vanilla Sugar. Aber ja, ist okay gewesen, aber ich müsste die Kombi jetzt nicht mehr so haben. Dann nochmal etwas von Blue Moon, auch ein Custom Order, Salty Sea Air und Mexican Fried Ice Cream. Duftbombe. Und eine mega Kombi. Ich liebe Mexican Fried Ice Cream und eben sollte sie ja auch. Also das war super. Dann habe ich von Ice Flower ein Melt aufgebraucht in Vanilleeis und Zitronenbaiser. Der war von der Duftabgabe auch stark. Und sehr feine Kombi, da weiss ich noch.
Dann ebenfalls von Ice Flower Sweet Cotton Candy Ice Cream. Eine sehr, sehr feine Kombi. Allerdings ist mir der leider ein bisschen zu schwach auf der Brust gewesen. Also so mittelmäßig. Für meinen Geschmack hätte er stärker sein dürfen, aber die Duftkombi an sich super. Dann von Blue Moon Fresh Brewed Coffee und Mrs. Claus Cookies. Der ist auch sehr intensiv gewesen. Ja, ein Kaffeeduft mit Keks. Auch sehr, sehr, sehr lecker gewesen. Dann haben wir noch von Ice Flower Lemon Bubblegum Ice Cream. Auch super spritzig, fruchtig, kaugummig. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann noch zwei. Einmal von Blue Moon Eisdiele Vanille Orange. Top Duft, liebe. Der ist auch sehr begehrt in ihrem Shop. Sehr intensiv und sehr ausgewogen, die Mischung zwischen Vanille und Orange. Also den würden wir wieder kaufen. Und zum Schluss von den europäischen Shops nochmal ein Custom Order von Sweet Mamselle. Da habe ich mir Leaves und Marshmallow mischen lassen und der hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Er war eine Duftbombe, aber ihren Leaves-Duft, das ist ja so ein Blätterduft, ja, der war mir zu stark gewesen. Der hat irgendwie noch so ein bisschen wie eine Gewürznote drin gehabt. Ja, also gar nicht, ja, von dem Duft bin ich weg. So, dann gehen wir zu den amerikanischen Sachen über. Da habe ich sehr wenig verdüftelt gehabt. Und zwar zum einen, den habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist von der Firma Candy Panda. Das ist ein amerikanischer Shop. Over the Sheet. Und da ist so ein schön angenehmer, kuscheliger, ein bisschen weichspüler Duft. Von der Duftabgabe wirklich gut gewesen. Ja, eben, wäre ich jetzt noch so eine, die viel einkauft wie früher noch, würde ich mir wahrscheinlich den Shop anschauen. Aber eben, wie gesagt, momentan bestelle ich nicht mehr so viel. Dann habe ich es endlich geschafft. Ich habe die riesen Loaf von Winter Chick Sense aufgebraucht in der Duftrichtung Sweeney's Barbershop. Da ist Shaving Cream, Mint und Strawberries. Wie ihr gesehen, am Datum an ist aus dem April 2016 und der hat immer noch eine Hammer-Duftabgabe gehabt. Ich weiss, viele sagen ja, oh, nach 2-3 Jahren geht der Duft verloren oder er schmeckt nicht mehr so intensiv. Ich kann das nicht behaupten. Ich sage zwar immer, es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt nicht nur ein kleines Stückchen die Lampe tue, sondern recht viel. Also bei mir 80% von meinem alten Wachs duftet noch gut. Und eben, auch der war Bombe und die Duftkombi hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube jetzt da der Shaving Cream Zeug, also da der Rasierschaumduft, ist jetzt glaube auch ein bisschen in Europa angekommen. Überhaupt nicht zu männlich, weil ich mag ja so männliche Duschgeldüfte oder Parfümdüfte ja gar nicht, aber das ist so der typisch Talgduft, aber ein bisschen weicher und dann eben mit dieser Minze und Erdbeere. Also ich habe ihn super gefunden und habe es wirklich bis zum letzten Stück gern verdüftelt. Dann habe ich von Zeib ein Wax Melt aufgebraucht. Das war eine Limited Edition. Welcome to Stepford. Das ist eine Mischung aus Lemon Curd, Strawberry und Sugar Cookie. Der weiss ich noch, ich glaube von der Duftabgabe gut bis stark war. Ist okay gewesen, aber jetzt nicht so speziell. Dann mal, ich glaube aus einem Duschpäckchen oder geschenkt bekommen, ich glaube der könnte von der Nathalie sein, habe ich von Sassy Girl Aroma einen Chunk gehabt, in Salty Sea, Sweet Lavender und Marshmallow. Duftabgabe super und mega leckere Kombi. Der war wirklich top gewesen. Dann von Lasting Scent Candles, auch ein Shop, wo es leider so nicht mehr gibt. Spring Mountain Mint. Von der Duftabgabe, der ist aus 2016. Immer noch gut bis stark. Und die Minze habe ich jetzt nur sehr leicht wahrgenommen. Das ist wirklich mehr so ein frischer, klarer Duftluft. Wirklich passend. Für die Berge.
Ja, hat mir wirklich gut gefallen. Ein Duft, der mir ein bisschen zu stark war, zu heavy, ist von Supertarts der Duft Cujo oder Cuyo. Der ist eine Mischung aus Warm Vanilla Sugar, Brown Sugar and Fig und Blackberry Jam. Und ja, wenn ich jetzt hier dran schmecke, der ist immer auch noch eine Duftbombe. Ist ganz klar die dominante Note der Brown Sugar and Fig. Ist gar kein fruchtiger Duft, sondern ein parfümiger Duft, finde ich. Und dann eben gemischt mit dem Blackberry Jam, wo eigentlich auch nicht so mein Lieblingsduft ist, sozusagen. Aber ja, also ganz klar der Brown Sugar and Fig, der Warm Vanilla Sugar nehme ich gar nicht wahr. Und das Fruchtige mit dem Parfümigen ist einfach nicht so meins und er wäre schon eine mega Bombe gewesen. Also müsste ich nicht mehr haben. Den ebenfalls von Supertarts aus der Melting Dead Kollektion habe ich den Governor in der Lampe gehabt. Das ist Iced Lemon and Clean Cotton Yankee Type. Und da war auch eine Duftbombe gewesen. Ich meine, Cotton, wie heißt der? Clean Cotton ist ja eh ein starker Duft und dann noch der starke Zitronige. Also, ja, muss ich nicht mehr haben. So, dann können wir noch zwei und dann haben wir es geschafft. Ein Melt von Winter Cheek Scents. Habe ich nicht mehr so viel, würde ich aber aufbrauchen, weil ich glaube, das ist alles nur aus dem 2016. Habe ich den Duft Pillow Talk aufgebraucht, von dem habe ich noch mehr. Das ist eine Mischung aus Sweet Lavender, Fluffy White Cake, Whipped Cream und Strawberries. Der ist von der Duftabgabe noch mittel bis gut gewesen. Also man hat ihn gut wahrgenommen und ja, ist ein angenehmer Duft, jetzt ein spezielles, aber ich werde den Melt, den ich habe, noch gerne verdüfteln. Ja, und zum Schluss habe ich eine Clamshell von der Bevengarden aufgebraucht. Ich glaube, von ihr habe ich glaube, nur jetzt noch zwei Clamshells und dann nichts mehr. Und ja, finde ich wirklich schade, weil der Bevengarden liefert nicht nach Europa. Also ich müsste es an meine USA-Adresse schicken. Und dort habe ich, ich glaube schon über ein Jahr oder so nichts mehr reinschicken lassen, also ja. Da habe ich Raspberry Stockings aufgebraucht. Das ist auch ein Duft aus dem 2016. Sweet Floral Vanilla Strawberries und Raspberry Vanilla Ice Cream. Der schmeckt aber für mich wie ein Lastduft, den ich aber nicht so gerne habe. Ah, es gibt einen, den ich eben nicht so mag. Und der schmeckt ein bisschen nach dem. Also er war von der Duftabgabe gut bis stark, aber Also Raspberry Stockings ist nichts mehr für mich. So, meine Lieben, also das war, das ist da, wo ich so den Sommer durchgedüftelt habe. Eben nicht so viel wie üblich. Und wie gesagt, jetzt bin ich aber wieder fleissig dran. Ich würde ja auch wieder mal ein bisschen aufbrauchen. Und ja, ich werde jetzt, wie gesagt, glaube ich, das Video bearbeiten und hochladen und dann die alten halt hinten rein. Also alles ein bisschen durcheinander. Dann werdet ihr halt später meinen Duft im Mai, April oder so sehen. Ich weiß nicht mehr, wenn ich aufgehört habe. Ja, ist echt komisch, jetzt wieder vor der Kamera hocken. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geschwätzt. Ich hoffe, ja, ihr habt gleich Freude daran gehabt, dem Video. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und ja, bis dann, hebt euch Sorge, passet gut auf euch auf und ja, macht's gut. Tschüss zusammen.